Moin Moin und willkommen zurück bei Minecraft Pocket Edition auf meiner eigenen kleinen Realm-Welt. Und ich bin gerade in meiner Strip-Mining-Höhle. Das ist nämlich gerade, dass ich doch spontan aufnehmen kann und konnte mich noch nicht wirklich rausbuddeln. Und da ich unter Zeitdruck bin, muss ich jetzt aufnehmen. Sind immer noch in der 0.15.1-Version. Und jetzt wollen wir erstmal schnell hochgehen, weil ich bin komplett voll, wie ihr seht. Aber auch viel mit Müll. Ich habe ja das Haus ein bisschen weitergebaut. Ich habe in letzter Folge, ist mir aufgefallen, zu viel Holz. Das sieht doch aus, bestimmt doof aus. Dann kam mir schon eine Idee und zufälligerweise in der Folge davor sah ich mich schon gewarnt, dass es zu viel Holz wird. Oh, fuck. Was ist hier los? Oh Gott. Nein. Komm. Du warst aber schnell tot. Ne? Und dann habe ich halt außen einfach mal ein bisschen, also hier wird noch was drunter gemacht, keine Sorge. Wie soll ich das jetzt zeigen? So. Ne? Mit Ziegelstein da die kleine Umrandung gemacht. Das finde ich, wertet es doch schon um einiges auf. Mal gucken, wie ich das noch weitermachen werde. Ich hatte ja gesagt, dass ich außerhalb der Aufnahmen dieses Haus erstmal ein bisschen versuche, wenn es möglich ist, weiterzumachen. Konnte ich ein bisschen gestern. Ich glaube, das mit den Fenstern hatte ich auch noch nicht gemacht, oder? Ach, weiß ich gar nicht mehr. Und ich war unterwegs und habe, glaube ich, in dieser Richtung, da hinten irgendwo, ein Dorf gefunden. Und da habe ich mich natürlich erstmal schön an den Kartoffeln bedient. Die hat komischerweise keine Karotten, aber Kartoffeln. Die habe ich erstmal gesammelt. Und hier mein kleines Beet erstmal vergrößert. Ich werde natürlich ein automatisches Beet demnächst bauen. Das kommt dann aber erst alles. Das braucht ja Zeit, das braucht Ruhe und das braucht Vorbereitung. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich war eigentlich auf Eisensuche und ich habe nicht ein bisschen... Oh, du hast 6 Eisen gefunden, super. Ich wollte nämlich noch einen Superofen bauen, selbstverständlich, ja. Selbstverständlicherweise, was ist denn das für ein Deutsch? Kann ich jetzt nicht hier... Zack, zack, raus, raus. Mach's mal kurz so. Oh, ach klar, ich bin voll. Steine weglegen. Zack. Was bist du denn? Braune Wolle? Moin, braune Wolle. So kann man sein Inventar auch vermüllen. Stein. So. Gröbste weg. Oh, was soll das denn für ein Grafikfehler? Nee. So, wird das wieder eingesammelt. Oh Gott. Ach, deswegen konnte ich das alles nicht einsammeln. So, jetzt komm raus da. Alter, 3, 4, 5, 6. So, haben wir das schon mal ein bisschen drinne. Wollen wir die Steine wegpacken. Ja, ich hatte jetzt keinen großen Plan ist für die Aufnahme. Aber jetzt juckt mein Ohr. Alter, was ist denn jetzt los? Jetzt habe ich die Wolle da reingetan. Ach, egal, scheiß was drauf. Ja, super Ofen. Ich weiß nicht, ob ich genug Eisen dafür habe. Das werden wir dann gleich sehen. So, jetzt muss ich aber erstmal kurz echt sortieren. Das ist. Naja, sortieren. Ihr wisst, was ich meine. Fliege nervt nicht. Alter, was ist denn heute los hier? Das ist ja. So. Die nicht mehr Gold eben? Hm, komisch. Ja, was brauche ich? Ich brauche Holz, weil ich Kisten brauche. Schön. Habe ich eine Axt? Habe ich eine. Da ist sie doch. Ha, sogar in einem sehr guten Zustand. Sehr schön. Wollen wir kurz mal hier los? Wäre natürlich praktisch, wenn ich dafür. Genau. Das Holz nehme, was ich sowieso nicht verarbeite. Diese. Was ist das? Diese Birkenkackholz-Dinger da? Kann ich sowieso nicht leiden. Ich muss kurz das nachtesten. Ist meine. Ja, alles gut. Ich hatte letztes Mal die Helligkeit von dem Shield-Tablet nicht so hoch gestellt. Ich wusste jetzt nicht, ob das in der Ausnahme aufschlägt. Naja, jetzt habe ich sie wieder auf ganz oben. So, dann müssen wir ein bisschen Holz besorgen, damit wir uns Truhen machen können. Für den Ofen. Und ich muss mir ganz schnell jetzt gerade einen Kopf machen, wo ich das scheiß Ding hin tue. Was ist denn hier los? Ja genau, verbrennt man schön. Na gut, das tut ihr irgendwie nicht. Zu viele Bäume hier. So. Wobei ich den Ofen dann wahrscheinlich doch ins Haus packen werde. Muss ich mir dann mit dem Dach was einfallen lassen. Wie gesagt, ist ja Domizil, ein Lager, Vorbereitungsding, würde ich mal so nennen. Ist denn heute Tag der offenen Tür hier oder was? Meine Güte. So, lass mich hier Holz holen.
So, perfekt. Und Glückwunsch an diejenigen, die jetzt Ferien haben, ihr Schweine. Schulferien, das waren Zeiten, 6 Wochen am Stück frei. Was kriegst du heute im ganzen Jahr zugesprochen an der Arbeit, wenn du Glück hast? Wenn du Glück hast. So. Mal kurz hier rein, in Sicherheit. Zack. Ja, wo wir das mal umwandeln, wo haben wir es hin? Ja, warte. Wobei Birkenholz, die Farbe sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus mit dem Texturenpack, wo ich mir merke nur. So, und davon machen wir uns jetzt einfach 2000 Truhen. Ist mir egal, baller ich durch. So. So, jetzt muss ich mal kurz Eisen. Ach, holen wir mal kurz alles raus da. Oh, ich muss Eisen finden. Hier bald mehr Gold als Eisen. Wo will ich denn? Da, Trichter. 5 Trichter. 1, 2, 3, 4, 5. Ich brauch 6. Gut. Muss erstmal so reichen. Muss leider. Oh, ich habe ja noch was. Warte mal, ich habe doch noch ein paar reingetan. Haha. Zack. Ha, 6. Perfekt. Aber ein bisschen Glück gehabt. Ach ja, 2 Öfen wären nochmal gut. Dafür brauche ich Steine. Die ich gerade erst weggepackt hatte. So. Da. Ne, das Spender. Ich nehme behindert Kolben. Kolbenfresser. Ofen 1, 2. Ja, so wollte ich es haben. Sehr schön. Ah ja, und ich habe noch einen Amboss. Um die Karte zu vergrößern. Die ist irgendwie in eine komische Richtung vergrößert. Egal. So, jetzt wollen wir doch mal hier Tacheles schon vorankommen. Machen wir erstmal die Grundkiste. Weil die kann ich auch ein bisschen einbauen. Ne? Können wir ein bisschen nach unten. Mache ich die hier? Hier ist es. 1, 2, das passt gar nicht. Scheiße. Passt so nicht, wie ich es mir vorstelle. Wenn ich jetzt hier unten 2 Kisten mache, dass es dann hochgeht, dann muss es ja nicht da. Ach Gott. Ja, Gott wird mir nicht helfen hier. Gut, dann bauen wir ihn einfach mal. Ja, bauen wir ihn einfach mal hier hin. Einfach mal brutal, ja, auffällig. So, soll ich auch seinen Sinn haben, das Ding. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Jetzt brauche ich noch eine kleine Bauhilfe. So. Wo haben wir die Öfen? Da. Die Öfen kommen dann ja hier hin. Genau. Können wir schon mal ein paar Trichter nehmen. Zack. Wunderbar. Dann werden wir seitlich längs gehen und dann nach oben, würde ich sagen. Zack. 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 Sehr schön. Passt. Läuft bisher alles, wie es soll. Zack. Meerschweinchen pupst. Auch schön. Oh, das war doof, glaube ich. Ne? Das war falsch. Ja. Mal abbauen, bitte. Muss natürlich an den Ofen ran. Klack. So, perfekt. Heute ist echt ein Tag. Huh, so läuft es nicht ganz hin. Und dann machen wir da oben die Kisten dafür hin. Oh, scheiße. Ich bin auch ein Trottel heute, meine Güte. Zack, zack. Na? Da. Zack. Perfekt. Haben wir das schon mal erledigt? Schneller als gedacht. Kurz den ganzen Krimpempe hier abbauen. So. Jetzt will ich einmal kurz das eine Holz wegbringen, bevor ich das noch irgendwie verwechsel. Dann bauen wir das mal um und dann machen wir nochmal 2 Treppchen. So. Moment, das packen wir da hin. Und da packen wir das nochmal hin. Weil unter den Truhen. Zur Optik. Huch, nicht die Truhe abbauen. So, so.
Moment, habe ich jetzt so vier gemacht gehabt, ne? Ja, das kann. Das kann so. Das kann man so hinnehmen. So. Und so. Sehr schön. Funktioniert. Machen wir nochmal kurz alles hier aus dem Öfen raus. Da haben wir noch Kohle. Oh ja, genug Kohle. Ein bisschen lasse ich drin für Fackeln. So, dann verteilen wir das mal, die Kohle. Stack da rein. Ein Stack da rein. Ja, man kann es auch mit Lava-Eimer machen, ich weiß. Da die Hälfte. Und da den Rest. Sehr schön. So, jetzt können wir da oben Steine reinpacken. Die laufen auch schon durch. Und es funktioniert. Sehr schön. Das war mein Plan. Dann können wir jetzt die ganzen Steine hier. Das war eine Tür. Da oben mal reinfeuern. Zack. So. Ja, so ein Superofen ist echt angenehm. Einfach nur oben rein damit und es kommt am Ende dann hier unten raus, wie ihr seht. Sehr schön. Und das passt auch von der Höhe her relativ gut hin. Ja, dann können wir dann nämlich demnächst. Ich hatte erst überlegt, ob ich noch ein Stockwerk drauf mache oder einfach wirklich direkt ein sehr hohes Dach baue. Ne? Offenes Dach an den Seiten. Ich glaube, so werde ich es machen. Und hier hinten war ich noch überlegen, ob ich es noch aufmache und dann da raus was mache, aber mal gucken. Jetzt fällt mir gerade ein. Ich will noch mal ein paar Stück. Ich will noch mal was raus hier. So, ich will noch was nachtesten. Nachtesten, ey, was laber ich denn heute für ein Dünnschiss? Naja, ihr könnt erstmal weg hier. So. Ich muss echt mal aufräumen, ey. Meine Fresse, ist das unorganisiert hier wieder. Mann, du Anfänger. So. Mal gucken, wie es mit Stein aussehen wird. So, ich hatte ja überlegt, wie gesagt, hier so eine Art Tack. Zack. Aber das, die verbinden sich ja nicht quer, ne? Das ist natürlich ein bisschen doof. Nee. Huch. Wie kann man das machen? Oh, die kriegen wir ja immer so scheiß abgebaut, ne? Oh, das dauert immer ewig. Ich hatte es beim Anfangs irgendwo bei einem anderen Let's Play bei mir hier schon mal sowas gemacht. Da funktioniert das eigentlich recht gut mit Holz, glaube ich. Hier Holz einfach so ans. Ja, gut. Dann machen wir das doch mit Holz. Spontane Umüberlegung. Dazu rutzel ich den hier mal kurz ab. Dürfte ein bisschen was rausgeben. Mal schauen, wie es aussieht. Das Gute ist, wenn ich in der Nähe bleibe, dann wächst auch das Gemüse und so vor sich hin. Wo sind denn jetzt die? Hä? Ich glaube, ein Stock. Achso, oh. Hä? Ach, da oben bin ich denn. Ich bin echt wieder kernbehindert, ne? Das ist abartig. Jetzt wird schon wieder dunkel. Jetzt sehe ich schon wieder nichts in dieser scheiß Alpha-Schrift. Okay, legen wir es kurz mal hin. Tut mir leid. Unorganisiert wie immer. Und raus. So. Dann habe ich schon wieder keinen Bock da unten auf Gekrabbel da. So, wie könnte man es machen? Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Moment. Ich komme mir gerade so vor, als hätte ich echt vor dem Blackout. In Sachen. Ich hab nichts mehr. Wobei in der Art. Wenn man da jetzt. So noch macht. Mal kurz gucken. Ich weiß nicht.
Natürlich müsste das Center jetzt auch noch runtergehen, aber würde das mit den Treppen? Gefällt das so? Ich lasse es erstmal so. Ich würde mal sagen, wir machen das erstmal so, belassen ist. Ich bin verwirrt. Ist das Holz auch jetzt geblieben? Ach komm runter da. Mann. Und jetzt wieder was essen. Jopp. Warum habe ich die Werkbank eigentlich dahinter stehen? Das ist so nervig. So, Zäune. Ich brauche nochmal Stöckjes für die Zäune. Ein paar mehr. So, 1, 2, 3, 4, 5. Da ist er. Die 3. Wollen wir das mal so erstmal so lassen? Und ihr sagt mal eure Meinung dazu, ne? Mal gucken, machen wir das mal vorne. Wo muss ich das hier vorne überhaupt machen? Huch. So war das jetzt nicht geplant. Ja, so kann man das einfach so machen. Moment. Na, zack, zack, zack. Zack. Hihi. Simpel, aber funktioniert. Ja, das darf ich mich hier nicht zu sehr das unnatürlich machen lassen. Soll ja so sein, wie es ist eigentlich. Oh, hier könnte man... Zack. Und hier, ja, ich weiß nicht, ob man das hier dann so einfach macht. Nein, höher. Mann, ich bin mir echt unschlüssig. Auf jeden Fall mit dem Holz und dann hier vielleicht auch nochmal so ein paar runter machen. Würde sich anbieten. Und hier hinten muss ich es ja nicht machen, weil das ist, glaube ich, hüpft doch noch mehr rum. Bündig. Ja, ist es. So. Ist hier was gewachsen? Nö, ist fleißig am Rumwachsen. Aber hier kommt schon die erste raus. Zack. Okay, hier nochmal ein bisschen warten müssen. So. Und das können wir dann aber auch schön in den Ofen packen. Es läuft durch und wird dann hier unten fertig. Da unten fertig. Rauskommen. So, ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, würde mich tierisch freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.